Es gibt Updates zu mir und Sinan G. Ich habe zwar gestern ausführlich erwähnt, was in der nächsten Zeit für Videos kommen und wann diese Videos kommen, aber eine ganz gewisse Neuigkeit habe ich euch noch nicht erwähnt, die ich mir extra für heute aufgehoben habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Letzte ist, was ihr wohl erwartet hättet. Dass ich mit Sinan ein bisschen in Kontakt war, war ja spätestens dann klar, als ich das Video über ihn machte und es bei uns auf Instagram so ein bisschen eskalierte. Und ganz am Ende dieses gesperrten Videos habe ich Sinan G auch noch herausgefordert, mir zu antworten. Und er antwortete auch, nachdem ich ihn noch ein bisschen kitzelte über Instagram. Aber es kam zum Gespräch. Nachdem wir uns also beide ein bisschen runtergefahren haben, machten wir uns tatsächlich aus, ein bisschen ausführlicher mal miteinander zu reden. Mann zu Mann und unter der Bedingung, dass das Ganze sachlich bleibt. Gesagt, getan, haben wir kurzerhand einfach mal 30 Minuten miteinander telefoniert. Und eine Sache vorweg, ich gehe jetzt nicht auf das ganze Gespräch ein und gehe auch nicht ins Detail, was das ganze Gespräch angeht, aber ich war extrem überrascht. Zuallererst sprach ich ihm meinen Respekt aus, weil er sich der Sache dann doch gestellt hat und er vermittelte mir im Endeffekt ein komplett anderes Bild, kein Scheiß, als das, was ich bei YouTube über ihn gesehen habe, was ich in der Musik gehört habe und auch das, was er mir bei Instagram zuerst geschrieben hat. Wir sprachen beide ganz kurz über die Sachen, die uns wirklich beschäftigen, das heißt die Drohung, die er bei Instagram rausgehauen hat am Anfang, das Video, was ich im Endeffekt über ihn brachte und trotz dessen, dass wir zu dem standen, was wir gemacht haben, gingen wir einen kleinen Schritt aufeinander zu und gaben zu, was in den ganzen Beef hätte einfach nicht sein müssen. Ich war spätestens dann sehr überrascht, als ich mitbekam, wie ihn das als Mensch wirklich verletzt hat. Weil das Ganze ziemlich eindeutig als Parodie bzw. Satire auch gekennzeichnet war. Und gerade weil ich immer noch, selbst während unseres Gesprächs, dieses öffentliche Bild von ihm einfach im Kopf hatte. Dieses Bild, was er vorher einfach überall vermittelt hat. Und er selbst auch zugegeben hat, dass er dieses Bild suggeriert öffentlich. Sodass er im Endeffekt kein Problem hatte, ein paar Sachen einzusehen und ich natürlich genauso wenig. Und wir uns dann einfach gegenseitig beieinander entschuldigt haben. Und ja, das überrascht mich auch ein bisschen. Und letztlich machten wir uns tatsächlich was aus, wo wir nochmal ohne jegliche Zeitbegrenzung miteinander reden. Doch wie und wo das Ganze stattfindet, beziehungsweise über welche Themen wir reden, bleibt das mal unter uns. Je nachdem, was ich und Sinan im nächsten sehr ausführlichen Gespräch miteinander besprechen werden. Auf eine Sache konnten wir uns auf jeden Fall jetzt schon im Vorfeld einigen. Und zwar, dass jeder Mensch auf jeden Fall eine zweite Chance verdient und es immer besser ist, cool miteinander zu sein, als Krieg zu führen. Schlussendlich muss es wohl einmal richtig krachen, damit es zu solche lohnenswerten Situationen im Endeffekt kommt.